So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Es ist mein Geburtstag, heute ist der 16.07. Der Manns ist da, der Ispo ist da, der Hannes ist da. Können wir euch auch mal zeigen. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für dich. Da hinten ist der Manns, da alles ist der Ispo, Gute, Digga Ramses. Da ist der Hannes, ne? Vielleicht kennt ihr noch diese Hütte von der Wanderung. Fecho kennt keine Grenzen. Wir haben nämlich den Tisch von dort hier rüber getragen. Und dann gemerkt, dass das voll scheiß Belichtung ist, wenn wir da so sitzen. Deswegen hänge ich jetzt hier an der Ecke mit ein bisschen Belichtung, weil da ist es zu hell. Wir wollen jetzt den ersten Mewtwo-Raid machen, seit dem Raid-Boss-Wechsel. Ihr wisst ja, seit heute 10 Uhr können Mewtwo-Eier erscheinen. Ab 11 Uhr können Eier aufgehen, Mewtwos drin sein. Und was mich nervt, hier fliegt die ganze Zeit so ein komischer, weißer Werbeballon rum. Wer das nicht kennt, drückt da mal drauf. Da steht dir viel Spaß mit diesen kostenlosen Items von Google Play. Da drücken wir drauf und dann haben wir. Was ist das? Oh, zwei gelbe Bären. Bekomme 4-mal Google Play Points auf alle Einkäufe in Pokémon Go bis zum 18.07. Benutzen Sie für Pokémon Go Coupons. Ja, da gehe ich lieber zurück und benutze keine Coupons. Wir möchten natürlich wieder Leute einladen, denn es ist Community Raid. Und wen wir einladen zum Mewtwo Community Raid, das zeige ich euch hier. Ah, ich weiß es. Da gibt es nämlich auch schon wieder ein paar Probleme, die ich gesehen habe. Gehen wir erstmal auf meinen Kanal. Community. Im Community Tab. Übrigens hier die aktuellen Raid-Bosse, Metagross Raids. Wer macht Metagross Raids? Schreibt es mir in die Kommentare, wer das cool findet. Hier, habe ich gepostet, die ersten 10 werden mitgenommen. So, wir haben Skyfall dabei, wir haben Mazofix, Iwatabi, wir haben Sucklepicker und Lucian. Das sind 5, die werden von einem Account eingeladen. Und dann die nächsten 5, Fabian Schmidt, Benny, Lost Lift hat nur Glück gewünscht, Killer Boss, Jojo. Dann hat der Killerboss noch einen anderen Account rein, aber keinen Trainercode und deswegen ist Fettsack Shigi der letzte Platz geworden. Erklärung nochmal an alle, er schreibt hier rein, jo, wir sind schon Freunde auf Ivermild. Er weiß doch aber gar nicht, mit welchem Account ich adde, weil ich kann doch nicht vorher wissen, wer sich wann einträgt und wer mit was befreundet ist. Ich nehme mir einfach das erste Handy, adde die 5 und dann nehme ich das andere Handy und adde die nächsten 5, deswegen immer Trainercode hin, fertig, zack. Jetzt habe ich natürlich mit Ivermild die Leute da geaddet, die ersten 5. Dann habe ich Iverpikant, muss die nächsten 5 adden. Dann kommt er und schreibt, yo, hier bin mit Mild befreundet. Jetzt habe ich aber mit Mild schon die anderen. Er wäre bei Pikant dran. Mit Pikant ist er nicht befreundet. Hätte er seinen Trainercode geschrieben, hätte ich ihn mit Pikant geaddet und eingeladen. Konnte ich nicht, deswegen sage ich, Trainername, Trainercode, beides. Und danach wird sich immer gerichtet. Das sind auf jeden Fall alle, die wir jetzt einladen. Der Raid geht, glaube ich, in 2 Minuten los, weil wir haben den um 12 angesetzt. Hier lädt auch gerade Chevilinchen ein für ein Metagross. Wir sind wieder an der Heiligen Grundkanzel und keine Ahnung, wie wir das machen. Es ist auf jeden Fall richtig scheiße hier, das muss ich jetzt schon sagen, da das mit der Belichtung nicht so passt. Am besten, ich hätte mich ins Auto gestellt oder ich fahre das Auto hierher und setze mich ins Auto und dann, ja, wie am Mac Drive. Wir fangen jetzt kurz was zur Überblendung, dann machen wir den Mewtwo und gucken mal, wer einen 100er kriegt oder wer einen Shiny bekommt und ob alle reinkommen, die mal einladen. Noch irgendwelche letzten Worte? Milches Gift. Ah. Gut, wir sehen uns gleich im Mewtwo Raid. Ja. Oh! Was hast du gerade gesagt? Nix. So, es ist um 12, das war das Startsignal, was ihr gehört habt. Der Manns hat uns da Bescheid gegeben, dass es eigentlich losgeht. Ich muss zuerst rein, dass ich die Leute einladen kann. Ich brauche da die komplette Zeit. Muss hier aber überall mal drauf drücken. Es ist Mewtwo, man nimmt am besten wieder Unlichtangreifer, Despotar, Bissknirscher, genau wie bei Deoxys. Deswegen Despotar-Armee darf nirgendwo fehlen. Ich drücke jetzt hier überall rein, ihr könnt auch rein. Und wir laden nochmal ein, ich sag's nochmal dazu, ich habe mir die hier wieder beschriftet, habe einen Punkt dran gemacht. Fettsack Shigi, Fabian Schmidt, Killer Boss, Benny Jojo, der Echte, Iwatabi, Sucklepicker, Skyfall, Mazofix, Lucian, die werden jetzt alle eingeladen. Ist eigentlich ein Button, wo du mehr reinwerfen kannst? Nee. Wieso denn? Gibt's einen Button, wo man mehrere entwickeln kann? Nee.
Wieso nicht? Was soll das? Was hast du noch das? Irgendwelche Fragen, die wichtig sind? Er war doch gerade. Ich hab doch, war die doch nicht stören können. Der ISPO hat nur eine Frage pro Tag. Das muss man sich merken und dann ist alles wieder gut. Wir legen das jetzt hierher. Das greift jetzt hier mit irgendwie Darkrai, M&M an, Push und Jan Mega. Alter, was macht Jan Mega da drin? Das hat seinen Mega-Auftritt. Warum kannst du nicht mehrere entwickeln? Es Medix ist auch am Start, Geitsch ist am Start, wie man sieht. Wir lassen das jetzt einfach. Wenn ihr es nicht reingeschafft habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr dabei wart, schreibt es auch mal rein. Ach, und dann, keine Ahnung, müssen wir noch Geschenke auspacken, Frisur richten, alles. Hier mal ein Stück weiter runter. Hier drauf drücken wie ein Schmied und dann. Bier trinken. Hey, jetzt sind es 20. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Jetzt sind 20, ja. Warum? Weil ich bin da auch noch mit rein. Ich habe 6 und lade. Ach so, warte mal, ja, es wären ja eigentlich 16. 17, ich mach 18, 19, 20. Ja. Wenn du 2 hast, dann sind es genau 20. Unglaublich, oder? Wenn das so passt. Weil 6 von mir plus 10 eingeladen ist, sind 16. Er 2 und ihr beide jeweils 1. Ja. Genau 20, das musst du dir mal vorstellen. Am Geburtstag. Aiwa. Hier Skyfall, Jojo, Sackelpigger, Benny, Matzofix, Fabian. Geitsch, Killerboss, Fettsack, also, Albert, Dabi, Lucian, ey, das ist... Meinst du die berücksichtigen, dass du heute Geburtstag perfekte hast? Runde, perfekt, also da doch, kannst du nichts mehr sagen. Du hast doch hier deine Geburtsdatum wo eingegeben, oder? Ja, bestimmt, das haben wir so gemacht. Jetzt bekommt er 6 Shinies. 6 Mal. 100er. Braucht noch jemand von euch ein Shiny Mewtwo, da hat jeder eins. Ich hab ihn nicht, hab's noch nicht. Also der Manns Haulwurf und der Isbo-Wurf, die brauchen beide noch einen Shiny Mewtwo. Ich hab nur der Hannes hat bestimmt 10 Stück. Und guck mal, wie locker das aus der Hüfte geschüttelt wird. Das ist so entspannend, wenn du siehst, die Oxys war drin mit 20 Leuten, hast du hier 10 Minuten gebraucht und jetzt hier Mewtwo fällt um. Zack. Aber du warst ja auch zu 20. Fresse, 40 Sekunden, weg ist es. Deswegen, ihr braucht keine Raids für Zuschauer für Mewtwo. Nutzt Pogo Raid oder nutzt halt die Raid-Gruppe. Nein, wenn ihr 5 oder 6 Leute seid, ihr kriegt jedes Mewtwo klein. Ja? Nicht wie bei Deoxys, wo selbst Leute, wenn die es zu 8 probiert haben, es nicht geschafft haben. Hier schafft ihr das auf jeden Fall. Es ist nur Mewtwo. Das stärkste Pokémon der Welt, was einfach übelst leicht zu besiegen ist. Ich drücke mal hier kurz alles durch. Wie viel sind die 100er Werte? Das höchste ist das beste. 23, 43. 23, 77. 23, 60. Hat jemand mehr als 23, 77? Habe ich doch gerade gesagt. Nee, hast du nett. Mann, habt ihr dazu gehört, was der schon wieder redet? Du musst die auf jeden Fall mit einer gelben Beere fangen. Nee, fang lieber Bonbons mit der goldenen, dann hast du es. 47, das ist auch nix. Ah, warte mal, da gibt es ja jetzt noch so eine. 34, ja, genau, ist nix. Ist super. Mal gucken hier die Statistiken wieder. Ivar Dabi, letzter Angriff. Iversoft, Stylish, Lucian, Kampfstark, Jojo, Reisender, Fettsack, Shiggy, geballte Ladung. Der Ramses ist wieder nicht am Start. Wart ihr schon mal auf dieser Kampfstatistik? Ja, ja. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, der Hannes bestimmt. Aber hier vom Rest kannst du nichts. 39 Sekunden Raid, Dauer. Das war auf jeden Fall flott. Es ist kein Shiny und es ist ein 23,27. Das heißt, es ist wieder der schlechteste aus der ganzen Runde. Ihr habt hier 47, 34, 36, 60, 46. Das ist wie gestern beim Deoxys. Der Hauptaccount hat das Schlechteste gekriegt. Und jetzt Mewtwo, der Hauptaccount, kriegt das Schlechteste. Aber ich brauche das ja eigentlich eh nicht. Ich habe mein 100%iges bekommen, damals, nach 783 Raids. Das waren 783 Euro sozusagen. Ich habe 1000 aufgeladen, habe 783 Raids gemacht mit Mewtwo, als es da war. Wir müssen einmal den Kreis einstellen und dann passt das. Jetzt müsste der Kreis eingestellt sein. Ich habe auch keinen Bock, das eigentlich zu fangen oder zu werfen. So, ja, kann sogar noch ein bisschen kleiner. Ich habe XXL-Bonbons gehabt, alles. Ich habe das auf Level 50 gepusht. Das hat dann 4700. Deswegen mit Mewtwo bin ich eigentlich durch. Deswegen habe ich auch keinen Bock, eigentlich hier großartige Raids zu machen. Aber Mittwoch-Raid-Stunde muss man ja wahrscheinlich mitnehmen. Aber wir machen hier wieder gemütlich dieses U beim Werfen. Wir machen nicht die ganze Zeit so. Wir machen auch nicht die 8. Wir machen einfach nur das U. Wir müssen der Zeit sparen. Da ist es auch drin.
Zweiter Ball, der überhaupt trifft, ist drin. Wunderbar. Können wir bewerten. Könnt ihr euch angucken. 23, 27, ja, das ist nix. Und damit ihr seht, dass das wirklich passt, können wir mal hier nach WP sortieren. Und da habt ihr hier ein 4724er Mewtwo auf Level 50 mit 100%. Wollen wir jetzt unseren Glückstausch da noch machen oder nicht? Ja, warum geht es hier? Oder ist er im Verborgenen? Nee, mach doch. Bin nämlich mit dem Isbo schon seit 10 Jahren Glücksfreund und wollten eigentlich noch einen Glückstausch machen, aber ich weiß nicht, ob der ein Riolu für mich hat. Riolu? Raiola. Ein Kyogre, genau. Kyogre, wer kennt's? Ja, was gucken wir mal. Was ist das hier für eine Kacke? Aber wenn er sich beruhigt hat. 15 Angriffswert. Aber der Rest ist für den Arsch. Wenn er sich beruhigt hat, dann gucken wir mal und schneiden das noch irgendwie rein. Ansonsten Peace out for out, euer Ramses. Aber ich glaube, wir schneiden das noch irgendwie rein, wenn er schon mal da ist. Ja, nimm da auf. Okay, jetzt. Ich glaube, das nächste Mal stelle ich mich gleich hier ins Auto, weil irgendwie der Hintergrund besser aussieht und der Isbo besser aussieht. Und jetzt geht er darüber, wo dann der Bildschirm von dem Handy drüber kommt. Aber jetzt noch nicht, aber jetzt gleich. Und deswegen wollen wir jetzt noch fix einen Lucky Trade machen. Ich bin ja eigentlich immer noch auf der Suche nach 100% Riolu. Wegen Mega-Entwicklung dann später auch. Oder halt einen 100er Terrakium, weil ich das einfach als cooles Pokémon ansehe. Isbo wollte erst Schlurp, dann wieder nicht. Und deswegen kriegt er jetzt einfach das Mewtwo, was wir gerade gefangen haben, weil das eh scheiße ist. Und vielleicht wird es ja besser. Und guckt euch das an. 10.000 Singapur. Da war er wieder im Urlaub auf der AIDA und dann ging es wieder richtig ab. Schneid das raus, darfst du nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall noch ein XL-Bonbon, was wir auch nicht brauchen. Und hoffen mal, dass da was Gutes bei rauskommt. Ne? Und es ist ein, irgendwas mit 26 muss es, glaube ich, aber es hat 25 noch was. Das heißt, es ist schlecht. Ja, kann man das nochmal machen jetzt? 12, 14, 13. Also kann ich es eigentlich direkt wegschmeißen. Was hat deins? Das ist ganz schlecht. Sag ich mal. 23, 4, warte mal, 4, 46 oder so. 23, 46, ich mach mal die Bewertung drauf und halt euch noch ein Isbo sein Ding in die Kamera. Das ist vom Isbo, das hat hier 12, 12, 15. So, habt ihr auch ein Mewtwo-Raid heute gemacht? Ja, nein, schreibt es mir in die Kommentare. Und was habt ihr für ein Mewtwo bekommen? War ein gutes dabei, war ein schlechtes dabei? Habt ihr euers weggetauscht? Habt ihr eures... Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Isbo. Okay, dann halt so.